Alter, was geht ab, Leute, Hong hier? Ich check grad die Quests ab, denn heute gehe ich wieder auf Mankey-Jagd. Mankey 100er wird sich gegönnt. Ich habe gestern ein saftiges 100er Magma gefangen. Check das Video von gestern ab. Und jetzt hole ich Magma, eins der Gen 1 Pokémon, was mir noch gefehlt hatte. Wobei, ich habe Magma als Gen 4 Pokémon eingestuft wegen Magbrand. Und offiziell von Gen 1 fehlt mir nur noch Tauros, Lapras und eben Mankey. Und eigentlich auch sowas wie Tangela, aber Tangela habe ich auch in Gen 4 eingestuft wegen Tangelos. Und jetzt eben Magbrand oder Magma abgehakt. Das ist übrigens Book of Quest. Ich habe ein Video dazu gemacht. Läuft in jeder Stadt. Aber natürlich nicht einfach so. Keine magischen Elfen, die das einfach die ganzen Informationen da reinfüttern. Sondern entweder die Spieler tragen die Quest selber ein. Oder Bots machen das. So, wo haben wir denn hier ein paar Mankey? Das ist natürlich Event. Dementsprechend gibt es halt die Event Quest. Und nicht so viele Mankey, aber 4. Ah, das ist ein bisschen weit. 5 können wir uns schon schnappen. Ja, machen wir das doch. Auf geht's, 5 Mankeys jagen. 8 Minuten. Ich habe gerade die U-Bahn um 2 Minuten verpasst. Jetzt denke ich mir, scheiß drauf. Nehmen wir die U-Bahn in die andere Richtung und machen ein paar gehen, weil ich habe keinen Bock, irgendwie 8 Minuten jetzt zu warten. Da war schon einer vor mir, der hat Paragen auf Gelb gemacht. Ich setze mich einfach rein. Ich bin angekommen an der ersten Quest. Ich muss aber erstmal meinen Beutel lernen, also die Quest abholen. Ich habe dreimal die Burmi-Quest gerade in der U-Bahn 10 entwickelt. Ich habe immer noch kein Shiny. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Shiny habt. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo da lassen. Oder natürlich die Glocke aktivieren. Alles drei, keine Shiny. Und da vorne ist die Mankey-Quest. Hol mal schnell. Wir holen unser erstes Mankey ab, nach Ewigkeiten, 499, nicht vergessen. Ich bin gerade auf dem Weg zu noch einer Mankey Quest und aus der Quest gerade einen Shiny Sichler bekommen. Schauen wir mal, vielleicht ist er gut. Ich habe jetzt von den Sichler echt schon so viele. Ich weiß noch, wo ich den gejagt habe. Das waren echt leidende Zeiten. So, gefangen. Während des Events habe ich auch schon angefangen, also Sichler echt häufig und... Oh Gott, ist der schlecht. Echt schade. Wenn er schon mal aus der Quest ist und relativ gute IV haben sollte. Und dann kommt halt sowas. Attack und Verteidigung einfach Minimum. Oh Mann ey. Arena schnell mal platt gemacht. Sitzen rein. Ein Etherga. Die Arena ist kurz vor Gold. Eigentlich muss ich nur einen Raid da drauf machen. So, 3 Mankey. Danach haben wir einen noch. Das war's dann für heute. Wir lassen es ruhig angehen. 465 tot. Und? Bringt die Pause etwas? Ich glaube nicht. 499. Nope. Ein Versuch haben wir heute noch. Auf zur nächsten und letzten Mankey Quest für heute. Hier ist übrigens der BR, Bayerische Rundfunk. Da hinten wird Pulsreportage, glaube ich, sind da. Hier ist die Quest. Ich wollte sie schnell abholen. Lapras. Wir müssen zurück. Lapras. Warte. Also hier ist die Quest. Da vorne war das Lapras. Rocket Stop. Der Plan war hier die Quest abzuholen und dann zurück zu der Arena. Aber gleich hier vorne ist alles gelb. Da muss ich mich reinsetzen. Moment der Wahrheit, Leute. Und nix. Okay, ich habe mich in alle freien Agenten gesetzt und wir holen uns das letzte Mankey ab. Leider nicht. Nicht heute. Heute läuft ganz gut. Wir haben auch noch einen Knackleon. Lapras und Knackleon brauche ich ja noch. Und beides recht selten. Oh, Digga! Laber nicht, Mann! Laber nicht! Ey, ich kann es nicht glauben. 100? Ich meine, am Wochenende ist C-Day. Und Knackleon spawnt erhöht. Die Map läuft ganz stabil. Hatte schon auf einen gehofft. Aber jetzt brauche ich den nicht mehr. Jetzt brauche ich nur noch einen Kindwurm. Oh mein Gott. Das boostet doch die Moral. Ein guter Abschluss für den Tag. Wir gehen noch heim und reden ein bisschen über Moral und sowas. Und Motivation.
Aber Alter, wie saftig, Mann. Pokémon? Krypto? Erlösen. Ist doch ein stabiler, erfolgreicher Tag gewesen gestern. Das freut mich. Jetzt hoffen, dass ich mich nicht verschaut habe. Ich habe mich nicht verschaut. Knackleon abgehakt. Ich habe hier mal auf meiner Liste, auf meiner Tafel alles aufgeschrieben, was mir noch fehlt. Zum Beispiel Goldarena 213. Muss ich erneuern, 212. Ich habe eine Goldarena heute Abend bekommen. Pokémon auf Maxbrüchen 103. 100er fehlen mir noch 60. Und Shiny Lucky ist 69. Ja. Auf jeden Fall wollten wir noch über Motivation reden, denn ich habe ja in letzter Zeit offen zugegeben, dass es mit meiner Motivation nicht so hoch ist, nicht so gut aussieht. Motivation gleich 0 bedeutet nicht, dass ich keinen Spaß mehr an diesem Spiel habe. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, vielleicht macht es so in meinem eigenen Kopf Sinn, aber Spaß macht es mir immer noch. Ich bin halt nur nicht so euphorisch. Ich weiß nicht, ich würde es halt zum Beispiel mit einem Manga vergleichen, ich weiß nicht, zum Beispiel Naruto damals. Wenn das neue Kapitel rauskam, direkt alles stehen und liegen gelassen und das neue Kapitel durchgezogen, reingezogen. Dann kam halt irgendwann so eine Zeit, wo das neue Kapitel rauskam. Da hat man sich halt irgendwann gegönnt, wenn man Zeit hatte, wenn man Bock hatte. Manchmal hat man es sich am selben Tag noch gegönnt. Manchmal hat man zwei, drei Kapitel aufgeschoben und dann mal wieder Zeit gefunden. Aber es war halt nicht mehr dieselbe Euphorie da. Und genauso ist es halt momentan. Das, was ich mache, macht mir immer noch Spaß. Zum Beispiel hatte ich ja letztens, wann auch immer das Video war, vorgestern, das letzte 100er gefangen vom Event, was mir gefehlt hatte, das weibliche rosane Burmi. Gönnt euch das Video, war richtig knapp, ein Fehler und ich hätte es nicht bekommen. Hab's aber dann noch bekommen, es war kalt, es war dunkel, es war spät. Aber trotzdem habe ich auf dem Rückweg zwei Arenen gemacht. Zwei Arenen, an denen ich vorbeigefahren bin und die gehörten halt zu meinem Gebiet, das ich noch auf Gold haben will. Die habe ich dann bekämpft und mich reingesetzt. Offscreen. Ohne Kamera, ohne gar nichts. Deswegen keine Sorge, Leute. Mir macht das Spiel immer noch Spaß. Ich denke auch nicht ans Aufhören oder so. Ich bin halt nur nicht mit derselben Euphorie momentan am Start. Aber Sorgen sollte man sich erst machen, wenn ich einfach dran vorbeigegangen wäre und die Arena nicht gemacht hätte. Obwohl ich sie noch nicht auf Gold habe. Ich lese auch irgendwie voll so dumme Kommentare. So, man merkt dir voll an, dass du keinen Spaß mehr hast und so. Also erstmal, Motivation ist nicht dasselbe wie Spaß. Ich habe immer noch meinen Spaß. Zweitens, zufällig bemerkst du das erst, nachdem ich das sage und im Titelfeld schreibe, keine Motivation mehr. Aber davor ist es dir nicht aufgefallen? Schleich dich, du mächtiger Psychologe. Ich gehe jetzt raus, noch ein paar Menki jagen, Alter. Heute sind, offensichtlich, weil das Event vorbei ist, eine Menge am Start. Ich habe, glaube ich, irgendwie so 16 gezählt auf der Route, die ich abgrasen könnte. Werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Zumindest versuche ich es. Event an sich war okay. Ausbeute war, ich meine, 500er. Alle, die ich haben wollte. Shiny-technisch, ich habe, glaube ich, zwei Sichtlauer und noch irgendwas bekommen, aber davon war keins ein Burmi. Ich schreibe gerne unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief, wie war das Event, habt ihr den Shiny Burmi bekommen oder nicht? Ansonsten, ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon Serious Business.